Hallo und herzlich willkommen, ich Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21, zu der Fantasy League, der Ice Hockey League mit den Hellriders aus Tirol. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und auch ein Sieg zu Hause am letzten Spieltag und den Serien. Führung mit 1 zu 0 versuchen wir heute die Serie auf 2 zu 0 auszubauen in Salzburg. Mal schauen wir mal, ob mir das gelingen wird. Die Salzburger sind ziemlich stark, aber vielleicht sind ja wir hier diesmal ein bisschen stärker. Unser Maxi müsste im Tor sein. Im Normalfall. Jo, da ist er. So, Bado am Gulli. Verlieren. Oh, Holzeilhaft, Salzburg war es auf unserer Gefährlichkeit. Aber macht zu Hause das 1 zu 0. Im Moment bin ich wenig beeindruckt, weil wir könnten dies nur dran. Erstes, dritte. So haben wir das Bulli wieder auf unserer Seite. Das Hemdmann läuft. Bado Horden. Bado Horden. Aber da macht's Bulli nicht. Ah, da macht's Tor nicht. So, der Raffi. Andi. Am Tor vorbei. So, der Maestro. Nein, klingelt gerade bei den Salzburger. Und die Nummer 19, unser Kapitän schießt den Ausgleichstreffer mit 1 zu 1. Fünftes Tor in diesen Playoffs vom HP. Spielhalbe.
Ein Garantkopf fürs Tor schießen, aber diesmal nicht. Ich hätte eine Schlägerei anfangen können, aber nein. Finale lass ich lieber. Lass ich lieber, weil da jeden Mann auf dem Eis braucht. Da ist jeder wichtig. Der Peter fällt vielleicht aus. Und das in die wichtigsten Spiele. Brandy. Such was wert. Max, was hast du jetzt gehabt? Ist geschlafen, Max. Zwar zu eins im ersten Drittel für Salzburg ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Konzentriert bleiben und dann werden wir das Ding schon gewinnen. Den Ausgleich. Auf unseren Viking ist Verlass. Machen wir diesmal jetzt andersrum. Zuerst Salzburg die Führung, dann holen wir den Ausgleich. Im letzten Spiel war es genau andersrum. So. Auf geht's. Jetzt müssen wir auf einmal die Führung holen. Baut schon. Ja. Ah, hervorragend, hervorragend. Andi, lauf, Andi. Salzburg geht in Führung. Schon wiederholen, das werden wir uns schon wiederholen. Aber die Nummer 18 macht's.
3:3. Das sind die Spiele, was ich liebe. Aber trotzdem will ich jetzt endlich wieder in Führung gehen. Ah, spart. Jetzt war ich zu sehr fixiert aufs Tore schießen. Ah, Gaucho Hoden. Aber Fehlpass. Das sind die Fehler, was wir vermeiden müssen im Finale. Badura. Aber diesmal gehen wir in Führung mit unserer Nummer 15, mit unserem Badura. 4:3. Drittes Tor in den Playoffs. So, auf geht's. Bado am Bulli. Haben wir's, die Führung fürs zweite Drittel 4:3. Jetzt kommt das letzte gefährliche und entscheidende Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Serienführung oder Ausgleich für Salzburg. Oh, Ausgleich. Die Halle steht Kopf. Die Halle steht wirklich Kopf. Randy, hol uns die Führung, jawohl, unser Viking holt die Führung, zweites Tor am heutigen Abend und 5:4, und 5:4, gute 13 Minuten sind sie zum Spielen. Ich hoffe, dass das eng geht. So, Rock. Andi.
Schafft es auch nicht. Dass uns das Absicherungstor ruht. Maestro, der Maestro zielt, Schuss und nein, geht nicht. Knappe 7 Minuten nur zum Sprühen. Da ist er, der Brandy. Braucht gerade mal noch ein Tor bis zum Hattrick. Holze zum Senfmeier. Senfmeier wieder zurück zum Holze. Holze hoch zu Wolf. Wolf läuft. Schafft so war nicht. Jetzt muss unser Mann aus Berlin. Jetzt riskieren wir nichts mehr. Jetzt riskieren wir nichts mehr. Tomanzini. Jetzt ist wirklich so, Tennis spielen ist jetzt so. Nein. Schiete. Ich hab mir ja fast gedacht, dass wenn der Goalie rausgeht von einer, dass sie ein Tor machen. Overtime. Verdammt. Durchschnaufen. Haut schon, komm schon. Du bist einer, der was das letzte Minute-Tor erwischt. Jawohl! Wir gehen in Führung in dieser Serie. Durch unsere Nummer 43. 6:5 und Held des Abends. Was so eine Standardeinstellung alles ausmacht, gell? Kämpfen bis zum Ende. Ein Tor, zwei Assists haben wir. Mit unserem Christian Stein. Eins dafür Red Bull. Aber ein gewaltiges Spiel, Der zweite Star geht auch an Red Bull. Ein Star, ein Tor, zwei Assist. Hervorragend, meine lieben Sportsfreunde, hervorragend. Nächstes Spiel ist wieder ein Heimspiel.
Unser Nummer 44, der Senfman bleibt Topstorger. Dann skippen wir uns einmal früher. 2 zu 0 steht es in der Serie. Mal schauen wir mal, wie es das nächste Mal zu Hause ausschaut. Ich hoffe für uns natürlich 3 zu 0 in der Serie. Wenn es euch gefallen hat, meine lieben Sportsfreunde, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Fantasy League, der Eishockey League mit den Hellriders aus Tirol weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!